fahren und bis zum zweiten Pfeil ungefähr. Hier stehen bleiben. Warnblinklicht an und stehen bleiben. Und wir gehen raus. Es fühlt sich vielleicht merkwürdig an, hier zu stehen. Wenn sich jemand hier sieht, dann sieht das von außen irgendwie unerklärlich aus. Was sollten sie hier tun? Vielleicht ist das sogar ein wenig peinlich. Aber einen Pilger auf einem Kreuzweg vermutet man hier nicht. Warum dies hier der Ort der vierten Station ist, fragen Sie sich? Ich will es versuchen zu erklären. Draußen, vor den Toren der Stadt, an einem Ort der Schande, stirbt Jesus einen Tod, der ihm jede Würde nehmen soll. Jesus ist nackt und bloßgestellt. Er wird verspottet und missachtet. Da ist keiner, der hilft, und jede Aussicht auf eine überraschende Wende ist verloren. Jesus steht der sichere Tod vor Augen. Er besinnt sich auf ein altes Gebet, den 22. Psalm, und beginnt zu beten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es gibt Situationen und Momente der totalen Einsamkeit. Das ist eine Einsamkeit, die nichts gemeinsam hat mit der wohltuenden Stille eines abgeschiedenen Rückzugsortes, sondern es sind Momente, in denen man es schmerzlich vermisst, dass wenigstens ein kleines Zeichen von Menschlichkeit und Nähe da wäre, wenigstens ein kleines Zeichen himmlischen Beistandes, das guttun würde. Der 22. Psalm bringt genauso eine Situation zum Ausdruck. Und doch nimmt das Psalmgebet am Ende eine hoffnungsvolle Wendung. Der Psalm lenkt die Gedanken auf die Vergangenheit und dass Gott schon einmal geholfen hat und da war. Und daraus schöpft er neue Hoffnung. Gott wird wieder da sein. Erlösung und Heil werden wiederkommen. Das Psalmgebet, das Jesus spricht, bringt also zweierlei Dinge zum Ausdruck. Zum einen, dass es nicht verboten ist, vor Gott zu klagen und traurig zu sein. Gott nimmt auch die Gebete entgegen, die keinen Dank für ihn übrig haben. Und zum anderen birgt er doch eine verborgene Hoffnung. Gott ist erreichbar und anrufbar, auch in Situationen der Verlassenheit und Einsamkeit. Finden Sie hier an diesem so wenig schönen Ort einen guten oder hoffnungsvollen Gedanken? Dann halten Sie ihn fest. Oder gehen Sie einfach weiter. Die nächste Station ist nicht mehr so hässlich.